Und damit moin moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Heute haben wir mal wieder so einen schönen Case International 1255 XL 14555 XL 1455 XL ist auch, hört sich doch besser an, ne? Oder? Gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, wie gesagt, der hat sehr, sehr viele Einstellungen hier. Wir gehen die alle mal durch, bevor wir hier weiter groß quatschen. Ne? Also macht das jetzt immer so ein bisschen. So, wir haben einmal die Modellauswahl. Das ist einmal 1255 XL 92er. Dann gibt es den noch mit 200 PS. Wie man sehen kann, 325 PS 96er. Und die 528 PS, auch 96er. Ich weiß nicht, ob es den wirklich mit 528 PS gibt. Ich glaube, das ist schon heftig für so einen Schlepper. Mal in die Kommentare reinhauen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber gut, dann ist er halt gepimpt. Gut, wer es braucht, kann aber mit so einem kleinen Schlepper da mit 528 PS kann man ordentlich was machen. Gut, und dann haben wir den ganzen noch mit Missing Configuration, keine Ahnung, das ist dann wahrscheinlich normal. Wir bleiben aber bei 150 PS. So, wir haben Reifenhersteller, wir haben Trelleborg, wir haben Michelin und wir haben die Mitas. Und auch hier haben wir wieder die Serienbereifung. Dann haben wir einmal die Serienbereifung FI, dann haben wir Serienbereifung mit hinten Zwillingsbereifung. Serienbereifung mit Zwillingsbereifung vorn und hinten. Und Pflegebereifung und die TM800 und TM800i mit Gewichten und so weiter. Und dann hier nochmal mit Außenpflegebereifung und die Serienbereifung. Das Ganze haben wir auch für Michelin. Haben wir einmal hier Xayo B2, dann die FI mit Gewichten. Dann haben wir hier die schönen Big Tires. Und nochmal bigger als bigger. Wie man sieht, sind auch noch ein bisschen dicker. Boah, das ist schon, ja. Ne? Wisst ihr Bescheid. Und die normalen. Und das Ganze bei den Mieters haben wir auch nochmal hier mit 650. Und ihr müsst da durchgucken, Leute. Hier Gewichte. Hier auch 60, 600, 650. Das Ganze hier vorne nochmal mit ein paar breiteren und mit Gewichten und normalen. Wie gesagt, durchprobieren, was ihr da haben wollt. Das, wie gesagt, hier reifenmäßig gibt es mittlerweile so viele Sachen. Das ist Wahnsinn. Ja, gut. Frontanbau haben wir ja einmal hier mit Gewichten. Ja, hier Gewichte. Und einmal mit Fronthydraulik. Ja, wie man es will, wie man es schöner findet. So, dann haben wir Runner Serienauspuff. Ja, das ist dieses Schnakending hier. Pack, pack, pack. Dann gibt es einmal hier mit gerade, einmal mit schräg, einmal etwas kürzer mit schräg und wieder dieses normale Lufttrompeten haben wir auch einmal links, rechts hier oben, wie ihr sehen könnt. Zack und zack. Ja, braucht man nicht. Ich lasse es mal an, finde ich cooler. Dann haben wir hinten einen Kotflügel. Wenn ihr breitere Reifen habt, habt ihr hier hinten diese Verbreitung. Der Kotflügel. Warnaufkleber haben wir auch noch. Finde ich auch ganz schick, das hier. Ha? So, dann geht es weiter. Und dann haben wir hintere Kotflügel. Hatten wir gerade, genau. Müssen wir noch einen runtergehen. So, dann haben wir hier dieses Michelin-Design. Ne? Das ist hier mit hier Leistung statt Vario. Ne? Weißt, wisst ihr Bescheid? Und einmal hier oben mit Michelin-Männchens und einmal komplett mit Aufkleber und Michelin-Männchens. Ich bleibe aber ohne. So, und dann haben wir dieses eFarm-iPad. Das ist auch dabei. Das ist dann hier rechts drin da. eFarm. Dann haben wir noch Frontlader. Mit ohne, ne, hier Alua-Konsole. Und einmal die Stoll F30-Konsole. Die ja mittlerweile bei vielen Schleppern vorhanden sind. Und wir haben noch einen Serienluftfilter. Haben wir einmal diesen schönen hier. Zyklonfilter niedrig und den Zyklonfilter hoch. Ja, was man braucht. Ja? Gut, das sind die Einstellungen. Also wie gesagt, ihr habt da ordentlich was zum Einstellen. Macht euch das, wie ihr das wollt. Wir
schauen uns den guten Case gleich mal auf dem Shop-Parkplatz an. Ja, auf dem Shop-Parkplatz angekommen, steht da hier unser guter Case. Was ich gerade festgestellt habe, der hat ein niedersächsisches Kennzeichen. LS, weiß ich, ob das real ist. Kenne ich nicht. Auf jeden Fall hat er Kennzeichen. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ja, finde ich wieder cool. Das ist wieder so ein Schlepper, der auf jeden Fall bei mir Platz auf dem Hof finden würde. Ja, allein auch schon, weil er nochmal ein Schild hat. Gut. Auf jeden Fall von vorne würde ich sagen, alles tippitoppi. Ja. Gut, hier ein bisschen, wie gesagt, wenn man da reingeht, umso näher man rangeht bei vielen Sachen, dann sieht man halt nicht mehr so viel. Beziehungsweise ist dann halt alles verwaschen. Aber gut, wer geht dann da schon so dran, ne? Ne? Sage ich mal. Die wenigsten. So, ich kann mal hier, das habe ich gerade gesehen, wenn man hier jetzt so drauf geht, kann man in den Motor reingucken. Ne? Hier durch diese Schlitze. Ne? Die Schlitze, da kann man durchgucken. So, seitlich würde ich sagen, auch alles gut. Schriftzug gut. Dann gehen wir mal von hinten. Auch von hinten finde ich auch. Ist auch. Was ich auch cool finde, hier diese Warnweste, ne? Das sind so Kleinigkeiten, finde ich voll cool. Ja, auch hier Anschlüsse, ne? Hydraulik. Ist auch soweit alles gut erkennbar. Natürlich dann von der Seite auch gut erkennbar. Und ja. Die Cases sind sowieso ganz cool, finde ich. Gehen wir mal rein in das Bütchen. Und schauen uns einmal von innen an. So, wir sind jetzt schon IC Control. Das brauchen wir im Moment noch nicht. So, gehen wir einmal rum. Gucken. Die meisten schalten dann jetzt immer wieder aus. Sagen sie, das will ich nicht sehen. Ja, muss man auch nicht. Kann man ja vorspulen. Gut, hier oben auch so ein bisschen, ne? Aber, ja, wie gesagt, man das braucht, guckt doch keiner groß hin. Alles gut, auch hier unten. Hier ein Aufkleber noch gut zu erkennen, hier hinten auch, das ist auch gut, da ist auch Aufkleber noch gut zu erkennen. Hier war noch eine schöne Monster Energy Dose, ja, na, das ist ganz wichtig. Kriege ich auch gerne den grünen Monster, insofern passt das. Dashboard, beziehungsweise Tacho, das ist ja das Dashboard eigentlich, auch ein bisschen, glaube ich, so auf alt gemacht, gebraucht. Finde ich wieder gut. So, IC Control, Leute. Hat er natürlich auch. Das gucken wir uns jetzt mal an. Die Frage, wo? Links hat er keinen. Ah, doch, hier. Hier. Ach, schade, wieder kein Sound. Ich finde das immer so, ah, schade. Schade. Dieser, hinten auch, kann man auch aufmachen. Ich find das immer so, weiß ich nicht. Es gibt so viele Schlepper mittlerweile, die wirklich Sound haben. Wenn man die aufmacht, und hier haben wir noch die Dachlüksche. Na, das ist dann, glaube ich, auch alles, was man machen können im IC Control. Ja. Genau. So, dann würde ich sagen, machen wir mal erstmal den Blinkertest, bevor wir den anderen Test machen. Blinkertest einmal links, einmal rechts. Dann haben wir hier einmal den Warnblink. Dann haben wir hinten die Arbeitslichter. Na, ist jetzt nicht so heftig. Von vorne auch nochmal. Ja, einmal links, einmal rechts. Warnblink. Einmal die Arbeitslichter. Was hier wieder cool ist, dass der auch so Arbeitslichter nach außen hat. Ja, das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Finde ich ganz cool, muss ich sagen. Ist auch mal was anderes. Und natürlich oben die oberen, ja, ist klar, hat er auch. Also da ist man natürlich rundum abgesichert, würde ich mal sagen. Vom Licht. Hat was. Finde ich cool. Auf jeden Fall cool. So, dann normale Lichter hat er auch. Wie ihr seht, LED. Ja? Die sind wahrscheinlich nicht serienmäßig. Könnte ich mir jedenfalls nicht. Aber die sind schon schön. Also mir gefallen die. Auch hinten. Ja, rundum muss ich sagen, ist das schöner. Schöner Case. Ich mag ja Case. Also aber auch nur die alten Case. So, gut, haben wir das durch. Dann machen wir noch hier oben einmal hier Blümmelchen an. Vom Schnuggeln auch. Gut.
Machen wir da aus. Funktioniert. So, jetzt kommen wir zum Sound und zum Animationstest. Gucken wir mal. Sound an. Der hört sich mehr an wie so ein... wie nennt man denn diese Lowriders? Nee. Boah, diese ganz alten... amerikanischen Autos, ne? So wie ein Trecker hört der sich, steppert sich gar nicht an. Achso, da oben dieses iPhone-Pad, ne? Das ist auch an. Und ich denke, das wird auch funktionieren. Ihr habt da jetzt nichts an Anhängern dran oder so, wo man das mit testen könnte. Aber ich gehe mal von aus, dass es funktioniert. So, Animationscheck. Funktioniert alles? Ja. Außer die Hebel, die lassen sich nicht verstellen. Beziehungsweise, die bewegen sich nicht. Ist auch nicht schlimm. Ja, gucken wir mal hier. Blinker wird auch nicht angezeigt im Dashboard. Ich da auch nicht. Hier sieht das Licht. Sieht so ein bisschen bläulich aus, ne? Naja, gut. Also nachts, glaube ich, könnte man da schon ein bisschen Augenkrebs kriegen. Also vom Sound her muss ich sagen, haut der einiges weg, ne? Bist du verrückt? Ja, wie gesagt, allem an allem ist das eigentlich gar kein schlechter, ne? Für die Leute, die so ein Case haben wollen mit 525 PS. Braucht man keinen großen anderen Schlepper mehr. Gut, genug gequatscht. Download-Link ist in der Videobeschreibung. Ne? Leute, bis zum nächsten Mal und tschüssi.